Oh mein Gott, 100.000 Coins in 2 Minuten bekommen für günstige und richtig schnelle Coins. Check die Beschreibung ab, da ist mein Sponsor verlinkt. Günstige FIFA-Coins abchecken, Leute, boom! Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu einem neuen Buy First Special Card, Leute. Wir haben heute wieder mal ein Buy First Special Card mitgebracht. Viele haben gefragt, kannst du mal wieder eins machen? Und ich dachte mir so, ja, Digga, mach ich mal wieder eins, habe ich lange nicht gebracht. Und deswegen machen wir jetzt einfach eins. Ich würde sagen, wir suchen die Formation hier direkt random aus. Und wenn ihr mehr Bock auf Buy First Special Karten habt, dann gebt jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch und bumm, unsere Formation wird die 4-3-3, die dritte sein. Nice, ich habe einfach random gestoppt und jetzt geht's gleich mit der Buy First Special Card los. Wenn ihr alle einen Daumen hoch da gelassen habt, ne Leute. Ich warte jetzt noch kurz 2 Sekunden. 1, 2, alle einen Daumen hoch da gelassen. Spaß, Leute. Es geht direkt los. Okay, wir können auch auf den Transfermarkt suchen. Hier kann man ja direkt Special Card einstellen und suchen wir die erste Karte, die jetzt kommt und pack. Ja gut, ich kaufe den jetzt einfach, mich juckt nicht, einfach jetzt zu kaufen und das wird unser erster Stürmer sein. Okay, der ist jetzt drin und jetzt werde ich so weitermachen, dass ich jetzt nach dem linken Flügel gleich auf dem Transfermarkt suchen werde, dann rechten Flügel und so weiter, ihr werdet das schon checken. Okay, linker Flügel ist eingestellt, die erste Special Card, die kommt. Oh mein Gott! Chris, Digga! Wir kriegen einfach Ronaldo. Einfach Ronaldo im Buy für Special Card, Leute. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich habe jetzt leider nicht den 94er. Aber ich denke, wir nehmen einfach mal den Team of the Year, oder Leute? Ich habe den jetzt schon im Verein. Keine Lust mehr, den 94er zu kaufen. Ich denke, das geht für jeden klar. Und dann suchen wir jetzt nach dem rechten Flügelspieler. Moment, ich gehe direkt wieder auf die Transferliste. Wir kriegen einfach fucking Ronaldo im Buy für Special Card. Das ist doch unfassbar, oder nicht? Mal gucken, wer der rechte Flügel wird. Vielleicht noch Lionel Messi. Und das wird Isco sein. Okay, Isco tue ich auf die Kandidatenliste. Den hole ich mir, bis gleich. Alter, was wir jetzt schon für ein fucking Team haben mit Cristiano Ronaldo und Isco im Sturm. Und jetzt geht's weiter zum zentralen Mittelfeldspieler, der sein... Noch eine Silberkarte. Ich kaufe die mir wieder direkt für 10.000 Coins. Komm, vielleicht noch ein Kracher gleich hinterher. Wir suchen direkt den ZDM, denke ich jetzt. Ja, Mann, wir suchen direkt den ZDM. Wo ist ZDM? Ein bisschen nach hinten gehen. Da, bumm, und die Special Card wird sein... Guardado. Das... Geht so, ne? Das geht so, Leute. Egal, vielleicht wird der zweite ZDM ja besser. Ich suche jetzt noch einmal. Und der wird auch nicht besser. What the fuck, man? Hier gibt's doch Yaya Touré als Man of the Match. Hier gibt's so gute Spieler. Und wir kriegen Pereira. So, 5 Spieler fehlen jetzt noch. Ich denke, wir fangen beim linken Verteidiger an. Den suchen wir auch direkt. Ey, guck mal. Guck mal, hier wäre wieder Marcelo Team of the Year gewesen. Und wir kriegen Van. Ja, Van ist jetzt auch kein schlechter, aber... Marcelo wäre schon nicer. Spieler fehlen jetzt noch und dann ist das Team ready. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Innenverteidiger, mit dem ersten und suchen ihn auch direkt. Ey, was soll das, Mann? Ja, oh, dann wieder weg, damit der Markt auch aktualisiert und suchen den zweiten direkt hinterher. Und dann haben wir Dunn und Toprak für die Innenverteidigerposition, die wir uns jetzt gönnen werden. Egal, Leute, der Torwart wird jetzt noch gesucht und wir müssen einfach daran denken, dass wir Cristiano Ronaldo einfach bekommen hatten. Und jetzt kriegen wir Rufi, mir egal. Ich kaufe den jetzt einfach und zeige euch dann mal, wie das Team aussieht. Ich denke, das ist ganz nice geworden. Geht klar auf jeden Fall. Bis zum Team, Leute. Zack, und da ist das Team auch schon fertig. Ich denke, Highlight-Spieler Cristiano Ronaldo und Isco. Der Rest ist so, geht klar. Aber ich würde sagen, das wird ein geiles Spiel mit 48 Chemie und mit diesen Spielern einfach zusammen gemixt. Ich würde sagen, Lego up ins Game. Zack, Leute, und da ist auch schon der Gegner. Hat hier ein krankes Bundesliga-Squad mit Reus, Lewandowski, Costa, Boateng und so weiter. Ihr seht das hier selbst. Das könnte ein hartes Game werden, vor allem, weil wir eine 48er Chemie haben. Egal, Lego. Ich gebe alles. Isco muss das hier machen mit Ronaldo zusammen. Er gibt mir direkt eine AKO. Was geht denn hier ab? Kranke Grätsche hier von... Ich weiß nicht, wer das war. Und jetzt kommt das fucking 1-0 nicht, Mann. Hol hier. Ronaldo, steh. Hä, wie kommt der durch? Irgendwie kommt der auf Lewandowski und der macht natürlich das 1-0. Keine Sorge, Leute. Ich werde hier noch easy zurückkommen. Das wird noch ein nice Game. Weil Isco jetzt erstmal ein bisschen aufdreht. Guck, Isco dreht jetzt ein bisschen auf, holt hier den Ball wieder, geht in die Mitte, Ballrolle, vorbei. Zack, 1-1. Damn, Isco. Back at it again with the skills and with the goal. Kennt ihr die Leute, die in der 46. Minute Time wasten, weil die 1-0 vorne liegen? Beste Leute, die es gibt. Dafür kassiert er jetzt ein Tor. Dafür, dass er eben getimewasted hat, wird Ronaldo jetzt ein Tor reinhauen. Oder er schickt ihn jetzt mal da unten, schickt ihn nochmal durch. Und dann ist Isco durch. Komm.
Ey, was sind das für Flanken, Mann? Zwei Chemie hat Isco. Und gefährlich, was der Gegner da macht. So, 1-1, geht doch. Boom. Ronaldo macht jetzt das nächste. Ronaldo macht jetzt das nächste, das 2-1 direkt. Damn, Ronaldo, back at it again with the 2-0. Boom, da ist unser Team of the Year, Ronaldo. Er dreht durch, er dreht durch. Was für ein Schuss von 3 Meter gegen die Latte, Alter. Und dann macht er den mit dem Abstauber rein. Oh mein Gott, das ist gerade Passspiel. Den legen wir uns vor. Und jetzt kommt das vierte Tor, wollte ich gerade sagen. Aber der Schuss war richtig gut. Alles klar, in der 90. Minute bricht der Gegner einfach ab. Juckt ihn einfach nicht. 90. Minute, er hat keinen Bock mehr. Leute. Okay, Leute, falls ihr günstige Coins braucht, um auch vielleicht so ein geiles Team euch zusammenzubauen, dann checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung, ob da ist mein Coinsponsor verlinkt. Und lasst auf jeden Fall jetzt eine Bewertung da, falls ihr direkt morgen wieder Bock auf ein Upload habt. Ich denke, das wäre nice. Oder morgen direkt wieder ein Upload. Dann auf jeden Fall die Bewertung nicht vergessen, Leute. Checkt auf jeden Fall noch Snapchat und Instagram ab. Folgt mir da auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich bin raus, Leute. Haut rein und Peace.